Die Frauen am virtuellen Brunnen treffen sich heute wieder, und zwar sind wir schon im März 2022. Die ersten beiden Monate haben wir gesprochen über Resilienz und heute wollen wir sprechen über etwas, was Resilienz erfordert: Entwicklungsprozesse, unsere eigenen und was wir sehen in der Umgebung vielleicht. Das wollen wir ergründen. Aber bevor wir das tun, wie immer ein Check-in. Der monatliche Wetterbericht kommt meistens zuerst aus Wien. Warte mal. Ja. Wir haben Frühling, sagen wir mal so. Und wir wissen noch nicht, ob wir schon pflanzen sollen, weil es hin und wieder soll es doch noch kalt werden in der Nacht. Aber unsere Nachbarn haben schon die Balkonkistchen bepflanzt und jetzt ist mein Mann schon in den Startlöchern. Und ich habe eine Kamelie, die einfach unbeschreiblich schön ist. Also die habe ich jetzt, wir haben sie seit 2 Wochen hat sie herumgezögert und jetzt plötzlich geht sie auf. Also es ist fantastisch. Die Natur ist schon wirklich fantastisch. Ich kann es wie immer nicht erwarten, dass alles grün wird. Das habe ich jedes Jahr, dass ich finde, es sollte schon im März grün sein. Das ist mein Check-in. Ich gebe weiter an die Ramona, die ist neben mir auf dem Skript. Danke, Monika. Ja, Berlin hat auch Frühling, aber grün ist es noch nicht. Aber die Temperaturen sind schon sehr angenehm, 15, 16, 17 Grad so die Tage. Also, aber früh muss man sich richtig anziehen, sonst wird das nichts. Also ja. Ich habe heute eine Papiergröße mit meinen Fischen zu Ende gefaltet, war ich ganz stolz. Und ich habe jetzt so ein dickes Papier, 100 Sterne, davon muss ich nur noch 10 Stück, dann habe ich die 100 auch fertig. Und das ist, ja, ich bereite einfach nebenbei meine Ausstellung weiter vor. Und ja, ansonsten geht es mir gut. Morgen muss ich richtig arbeiten. Ich habe mir mein Haus- und Hofhandwerker bestellt und eine lange Liste gemacht. Morgen Abend falle ich sicherlich tot um, wenn ich das alles durch habe. Ja, und ansonsten, ja, gucke ich halt und jetzt, ja, also hoffe ich, dass ich den Winter hier in Berlin überstanden habe. Deswegen war ich ja auch viel in Thüringen und so langsam habe ich das Gefühl, jetzt wieder haucht die Stadt wieder Leben ein. Das ist, kann man wieder irgendwie, ja, das Leben kehrt langsam wieder zurück. Also ich hoffe, das ist auch nachhaltig. Ja, dann gebe ich jetzt mal weiter nach Luxemburg. Ja, danke. Hallo, ihr Lieben. Ja, das Wetter ist wunderbar. Es ist Frühling überall bei mir in meinem großen Garten. Ja, da sind die letzten Krokusse noch und die Primmelchen und die Narzissen. Und wenn ich da durchspaziere, spaziere ich so von einer Blume zur nächsten. Und dann fehlt mir das Grün an den Bäumen, fehlt mir dann noch nicht, weil diese Farbtupfer, auch die blauen Hyazinthen, das nährt mich sehr. Ja, ansonsten bin mal gespannt, Entwicklungsprozesse. Gibt es ja andauernd. Ja, für manche braucht man Resilienz und manche bringen einem Resilienz. So kann man es auch sehen. Ich gebe dann weiter an dich, Erika. Ja, danke, Marie-Rose. Ja, bei mir ist auch der Frühling eingekehrt. Wir haben heute die Erde aus unserem Gewächshaus ausgetauscht und haben das alles mit Pferdemist versetzt und auch schon ein bisschen was gepflanzt. Und rein stimmungsmäßig mag sich bei mir der Frühling noch nicht so einstellen. Ich habe so ein bisschen auch das Thema, das passt eigentlich ganz gut mit den Entwicklungsprozessen. Wir leben ja zusammen mit unserem Sohn oder der wohnt bei uns in der also als Nachbar quasi, und er hat eine psychische Erkrankung und das ist im Moment ist das wieder für uns oder für mich jetzt sehr schwierig. Er zieht sich sehr zurück und
irgendwie tut mir das einfach weh, ihn so nicht so sehr in seiner Kraft zu sehen. Und es ist mal besser und mal schlechter, also jetzt, dass ich das aushalte, und da geht es auch um das Thema Resilienz, wie ich oder wir damit auch gut umgehen können. Das ist einfach unser, ja, auch, ich sehe es auch so ein bisschen auch als Aufgabe, einfach so eine Erkrankung auch zu begleiten. Und ja, und da immer jetzt gerade so das Positive irgendwie immer rauszuarbeiten. Und manchmal merke ich, dass ich da nicht immer Kraft dazu habe. Genau, so geht es mir gerade. Und dann gebe ich an dich weiter, Annalisa. Ja, danke, Erika. Ich habe heute eine Alpendurchquerung hinter mir. Ich bin nämlich jetzt heute zu meiner Freundin nach Graz gefahren oder in der Umgebung von Graz, also von der Alpen-Nordseite auf die Alpen-Südseite rüber. Und die letzten Tage schon habe ich sehr auch den blauen Himmel genossen, der irgendwie uns wunderschönes, herrliches Wetter. Ich bin ansonsten recht beschäftigt mit Vorbereitungen für den Dialograum Geld. Das wird so ein Konvent, ein interaktiver Kongress, wenn man so will, in Augsburg im Mai, 22. bis 24. Mai, wo es aber sehr viel um Dialoge geht und nicht um das typische Kongress, ein Vortrag nach dem anderen, sondern die Teilnehmer gestalten letztlich den Kongress, also im weitesten Sinne, oder erlebt praktisch mit den Besuchern. Und da hat jetzt die heiße Phase, wenn man so will, begonnen und macht ziemlich viel Arbeit, aber auch ziemlich viel Spaß. Und gebe weiter an dich, Heidi. Ja, danke schön. Was das Wetter betrifft, wir haben wunderbares Frühlingswetter die ganze Zeit. Es war auch die ganze Zeit jetzt schon grün, und wie ihr seht an den Blumen, die sind jetzt kurz vorm Verblühen. Aber wir haben halt keinen Regen seit 3 Monaten. Und insofern fängt es langsam an, schon sommerlich braun zu werden oder vertrocknet. Das Gras fängt jetzt an zu vertrocknen, und das ist natürlich nicht so ganz so toll. Aber wir haben, also ich habe einen Winter genossen, weil wir kannst jeden Tag fast draußen sein. Wenige Tage, wo du mal nicht draußen in der Sonne hocken konntest. Und generell habe ich nichts gegen wärmer werden auf der Welt. Es müsste halt nur mit Regen noch versehen sein, hin und wieder in vernünftigen Abständen. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Entwicklungsprozesse oder Veränderungsprozesse hatte ich jetzt gerade mal wieder auskosten dürfen für 2 intensive Wochen. Und ich denke, die laufen ja eigentlich ständig durch, ne? Solche Prozesse. Nur manchmal sind sie halt heftiger und manchmal merkt man es gar nicht so, dass man so vor sich hin entwickelt, vorwärts oder rückwärts, je nachdem. Und ich bin jetzt gespannt, was wir da zusammentragen werden an Entwicklungs- oder Veränderungsprozesse. Denn nicht jeder Veränderungsprozess ist ja auch gleichzeitig ein Entwicklungsprozess. Für mich ist Entwicklung vorwärts. Steckt das im Wort drin, meiner Meinung nach. Eurer Meinung nach auch? Okay, dann wer mag da dazu? Du hast es vorgeschlagen, Annalisa. Da sag du doch mal was dazu. Also für mich ist ein Entwicklungsprozess auch was vorwärts gewandt ist. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, aus der Zukunft gezogen oder gelockt zu werden. Im besten Fall. Manchmal ist man natürlich auch geschubst, weil irgendwie die aktuelle Situation unerträglich ist und klar ist, da muss jetzt irgendwas passieren, so will ich nicht. Und ich habe in meinem Leben schon ziemlich viel Transformationen, wenn man so will, durchgemacht. Immer wieder an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, das Leben, wie es bislang war, trägt mich so nicht mehr. Und ich will was ändern. Und dann geht es halt hauptsächlich darum zu schauen, was behindert mich gerade, was blockiert mich gerade, welche alten Geschichten sind noch aktiv, die eigentlich längst abgeschlossen sein sollten. Und zu schauen, wie sieht der nächste Schritt aus. Meistens bin ich eher ungeduldig. Ich hätte es lieber gern sofort, aber so schnell geht es dann doch nicht. Dann gebe ich mal weiter.
Ich hätte noch eine Frage. Wenn du dich da so befindest in dieser Situation, ist das so, dass du dann so rational entscheidest und sagst, okay, da bin ich und jetzt mache ich das und das und das und das? Oder wie läuft das ab? Dass du, wie ist so eine Situation, in der heraus du die Erkenntnis hast, dass es jetzt ein Entwicklungsmoment ist und was tust du dann? Oder tust nichts, je nachdem, ne? Also lässt es kommen oder, das würde mich interessieren noch dazu. Also es ist schon, ich bin ja ein eher rationaler Mensch, also von daher ist es schon oft, oder hat eine starke rationale Komponente bei mir. Das heißt, ich schaue mir eine Situation an und früher habe ich da mehr mit dem Verstand versucht, die auseinanderzunehmen. Heutzutage mache ich das eher übers Fühlen. Also ich versuche, die Aufmerksamkeit da zu halten und zu schauen, was zeigt sich, und nutze immer, also eigentlich die Methode, die gerade im Moment meine Lieblingsmethode ist. Im Moment ist es gerade Innerweis, oder also ich bin jetzt ziemlich viel damit unterwegs mit Innerweis von Uwe Albrecht und habe gemerkt, das hat noch eine viel größere Präzision und Auflösungskraft wie alles andere, was ich bislang kennengelernt hatte. Und ich spüre dann wie eine Entspannung, wie eine Ausweitung, und hatte das früher auch schon öfter, dass ich dann manchmal plötzlich ganz klar sehe. Also bin ich weitsichtig, aber in so Momenten, wo was passiert, merke ich, dass die Umgebung heller wird oder klarer wird oder die Sicht schärfer wird. Und dann, das sind so wirklich buchstäblich Aha-Erlebnisse, wo ich auch im Außen sofort merke, ui, jetzt hat sich wirklich gerade was Gravierendes verändert. Danke. Was ist Innerweis? Da habe ich noch nie gehört. Und das können wir auch nachher machen, aber es würde mich interessieren. Das ist ein energetisches Heilen für alles Lebendige. Also jede Organisation, jedes ist auch ein Lebewesen. Und man schaut immer oder versucht genau in den Raum zu fokussieren, in dem das Problem liegt. Es gibt ganz viele verschiedene Räume, in denen man was heilen kann. Und es geht also nicht nur um gesundheitliche Themen, sondern ganz allgemein Blockaden. Also für alles kann man es hernehmen. Man kann auch Firmen behandeln oder Du nickst so, Ramona, du kennst das wahrscheinlich auch. Na, ich habe es nicht gemacht. Er sitzt ja hier in Berlin und ich habe auch Bücher von ihm. Und ich habe da noch kein Seminar gebucht, aber er ist mir schon, also auch vor Jahren, über den Weg gelaufen. Aber man kann ja nicht alles machen, sonst der Tag hat 24 Stunden und daran scheitere ich täglich. Kannst du in den Chat stellen, den Namen und die... Mache ich. Genau, kommt mal alle nach Berlin. Ich koche euch einen Tee und einen Kaffee. Und zur Not stapelst du uns über Nacht in deinem Zweizimmer, nicht? Wie heißt das so schön? Platz ist in der kleinsten Hütte. Oh, ja, schön. Ich habe eine aufblasbare Luftmatratze und. Also wenn es hart auf hart kommt, finden sich Möglichkeiten. Okay. Ansonsten gibt es hier genug Hotels. Wer kommt als nächstes mit der inneren oder sonstigen Veränderungsprozessen? Nein, mir fällt so Veränderungsprozess ein, dass der mehrere Stufen hat. Also erstmal überhaupt die Erkenntnis, aha, das wusste ich nicht, da ist ein Punkt, den ich mir angucken kann oder was es halt gerade ist. Nur nach dem Motto, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Aber deswegen ist das Problem weder gelöst, noch kann ich es, noch, sondern es ist jetzt im Bewusstsein, sage ich mal, überhaupt, was vorher überhaupt nicht im Bild war. Und dann die Suche nach, also nicht in der Situation, also wenn es schnell gehen soll, das nicht, aber dann sind das ja so Prozesse für mich, die dann auch viel mit Üben zu tun haben. Also es wird ja auch immer viel geredet, integral informiert, und das ist ja so ähnlich. Also die haben das intellektuell begriffen,
aber man lebt es nicht. Und das merke ich halt auch. Also egal, ob es jetzt Fahrradfahren oder Laufen oder egal, was für Abläufe es sind, muss ja jetzt nicht immer nur Persönlichkeitsentwicklung sein, aber das braucht halt eine Weile, bis es irgendwie drin ist, bis man es in jeder Situation dann auch benutzen kann, anwenden kann. Also dieser Weg von, aha, das gibt es, bis es ist wieder ein Automatismus, ja. Wenn man ein Kind anguckt, wie das Laufen lernt, das erst weiß es gar nicht, dass es laufen können sollte, müsste. Und nachher dann macht es ganz bewusst und irgendwann ist es wieder ganz unbewusst. Und diesen Prozess, der ist ja auch dann immer da, finde ich. Der läuft ja dann mit. Also das ist ja auch gar nicht böse gemeint mit dem integral informiert. Das so fängt es halt irgendwie an, finde ich. Und wie war das oder wie ist das für dich? Kannst du da ein bisschen ein Beispiel oder was sagen von so einem Ablauf? Wie ist das für mich? Nehmen wir mal das Integrale. Versuche ich es mal. Ich habe mich damit nie explizit richtig befasst. Also nicht explizit meine ich jetzt im Sinne von, ich habe jetzt keine expliziten Schulungen besucht. Gibt es ja, kann man ja machen. Ich gehe schon fast 10 Jahre hier in Berlin zu den Salons. Wenn ich Zeit habe, also jetzt nicht immer, aber phasenweise jeden Monat und dann geht es irgendwie nicht. Und kriegt da viel mit. Und also was ich auch verstanden habe, man muss diese Schulung nicht machen. Man kann das auch anders, diesen Weg gehen. Also die Schulung ist halt ein Weg, dahin zu kommen. Das ist mir klar geworden, als ich auf diesem Sommertreffen in Gorinzen war vor ein paar Jahren. Und da waren 90%, die kannten das Wort Spiral Dynamics nicht und die wussten nicht mit Farben. Und Dina hatte was vorbereitet, wo man halt wissen musste, so ein bisschen die Farben und was ist dahinter. Und 90% der Teilnehmer, es waren über 100 Teilnehmer, hatten keine Ahnung. Und haben das dann trotzdem hingekriegt. Und dieses Wissen, das ist wichtig, das ist interessant, das musst du machen. Und ich habe das in dem Falle irgendwie versucht, nicht explizit zu machen, nach dem Motto, ich habe die Priorität auf andere Sachen gelegt, erstmal aufs Berufliche. Am Anfang war ich ja immer noch so, ich muss halt noch mehr vom Gleichen machen, damit ich noch besser werde für meine Ratio. Also, und das dann loszulassen. Und dann habe ich halt andere Sachen gemacht auf diesem, psychologischen, spirituellen Bereich. Und habe aber dann durch dieses Sommertreffen verstanden, im Prinzip ist es egal, ob ich nun genau explizit diesen Lehrgang besuche, dann kann ich besser in den Theorien mich zurechtfinden, okay. Aber diese eigentliche Entwicklung, ob ich die mit NLP mache oder hier GFK oder also was ich nehme, um mich da lang zu hangeln, habe ich begriffen, ist eigentlich relativ wurscht. In dem Falle jetzt. Und es scheint auch so zu gehen, dass ich das jetzt nicht explizit gesagt habe, ich stürze mich da rein und nur noch das und so, sondern ich habe immer mal wieder Impulse gekriegt und mir geholt, aber habe dann meinen Fokus eigentlich gefühlt erstmal auf andere Sachen gelegt und so nach dem Motto, ja, ist interessant, aber das musst du erstmal fertig machen, das musst du fertig machen und irgendwie. Und also, dass es für verschiedenste Wege gibt, also expliziten Lehrgang zu besuchen, als das auch scheinbar nebenbei zu machen. Also irgendwie bin ich mir ja schon bewusst, dass ich was tun muss, sonst wäre ich ja da nicht hingegangen zu den Salons. Aber dass es halt nicht ein expliziter Lehrgang sein muss mit einem Zertifikat, weil ich habe genug Zertifikate. Das war auch ein Teil des Entwicklungsprozesses, loszulassen und zu sagen, nee, ich brauche jetzt nicht noch ein Zertifikat, ich habe davon genug im Schrank. Ja, wenn Tapete aus ist, kann ich die auch nehmen zum Tapezieren, ist immer mein Spruch. Und das vielleicht mal so. Also, danke, ja, schön. Wollen wir mit weitergeben oder ihr meldet euch einfach selber, nicht? Wer mag.
Also meiner Ansicht nach hat die Ramona einen sehr wesentlichen Punkt so nebenbei eingestreut. In einer Veränderungsphase kommt irgendwann der Punkt, wo du Konzepte loslassen musst. Wo du alles, was du, es ist vielleicht übertrieben zu sagen, dass du alles, was du bisher geglaubt hast, hinterfragst und loslässt. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, weil wir doch einmal überlegt haben, ob die Raupe weiß, was sie da tut im Kokon und wie das geht. Und ich glaube, der Mensch ist eben das erste Lebewesen, das sich selbst reflektiert. Und darum reflektieren wir auch die Veränderungsprozesse, während bis zum Menschen hinauf sind sie einfach geschehen. Und jetzt ist die Frage, ändern wir dadurch etwas, dass wir sie hinterfragen? Oder ist es einfacher, wenn wir uns ihnen überlassen? Ich habe heute wieder mal die Caroline Müss mit ihrem Schloss da mir begonnen wieder durchzulesen. Und da ist das Wort also Surrender, also dass man sich dem übergibt oder ausliefert oder unterwirft, was sich tut, unumgänglich. Und ich glaube nicht, dass es viel ändert, wenn du sehr viel Theorie hast. Und ich bin auch der Ansicht, dass man das Integrale irgendwann einmal dann zurücklässt. Aber es ist eine nützliche Landkarte. Aber ich muss gestehen, also ich habe gehört heute, dass der Michael Habecker, ich glaube 450 Seiten oder 500 Seiten, irgendeine Zusammenfassung auf Facebook gestellt hat oder ich weiß nicht wohin. Und das soll ja also seine Erkenntnisse zum Integralen, weil er ist doch einer der profundesten Kenner gewesen oder immer noch. Aber ich bin also überzeugt, dass ich es nicht lesen werde, weil ich einfach jetzt in einer Phase bin, wo die Theorie immer mehr zurücktritt und die Praxis am wichtigsten ist. Ja, das fiel mir ein zu den Veränderungen. Und Engerlinge werden angeblich dann auch Schmetterlinge, aber das habe ich noch nie gedacht, weil die schauen so derartig grauslich aus, wenn sie da in der Erde sind, so weiß. Ja, also von den Engerlingen sind wir heute ausgegangen. Auch die verändert sich offensichtlich. Und ob es uns etwas nützt, dass wir wissen, in welcher Phase wir gerade sind, das wäre vielleicht auch interessant zu überlegen. Nützt, also behilflich ist in der Entwicklung. Oder ob es uns eher ausbremst. Ja, danke. Da würde ich gerne was dazu sagen. Ich glaube, es kommt darauf an, worum es sich handelt und was es gerade ist, ob es nützt, das, wo du gerade bist in der Entwicklung. Ich denke, am Anfang der Entwicklung, so in den ersten schwierigen Zeiten und so, wo ich meine, als Enya-Typ 4 bin ich ja immer sehr sofort in den Emotionen drin, nicht? Da nützt es eigentlich gar nichts, wenn du weißt. Wenn du dann aber weiter bist, dann habe ich schon das Gefühl, dass es was nützt, weil du es dann einordnen kannst. Dann hast du zum Beispiel schon gehört, dass es a Dark Night of the Soul gibt oder irgend sowas und dass man auf der anderen Seite wieder rauskommt oder psychische Prozesse und so. Und wenn du das noch nicht weißt, dann hauen dich solche Sachen einfach komplett um, weil du es ja noch nicht kennst. Und insofern finde ich das schon wichtig. Entschuldigung. Und auch was die Theorie betrifft, mir hat es ungeheuer geholfen, sowohl Ken Wilber als auch, was ich ja öfter schon gesagt habe, Jordan Peterson, enorm geholfen, Mensch zu verstehen oder die Welt auch zu verstehen. Also mir geht es ja darum, wie die Menschen in der Welt sind, sagen wir es mal so rum. Und das ist schon wichtig, weil da hast du schon etwas, wo du Ordnung reinschaffen kannst in diese ganzen verrückten Sachen, die dir so begegnen und die dir außen begegnen und im Innen begegnen.
Und wenn du dann so eine Landkarte hast, ist es schon ganz günstig. Und ich habe ja auch sicher 10 Jahre oder länger also sämtliche Bücher gelesen und alles Mögliche. Ich war ja auch immer bei den Treffen. Mittlerweile geht es mir so wie du, Monja, dass ich eigentlich nicht mehr die Bücher lesen muss. Ich habe das Gefühl, so dieses Grundgerüst nehme ich gerne und benutze es weiter. Aber ich brauche jetzt nicht, was ich so oft in diesen Foren sehe, da nicht ausrechnen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. So. Das interessiert mich einfach nicht mehr, sondern eher das praktische Leben. Ja, und Veränderungsprozesse, sowohl individuell als auch kollektiv, ne, die sind ja nun manchmal auch, was wir auch, glaube ich, öfter schon mal festgestellt haben, manchmal gehen die auch rückwärts. Und da haben wir ja drüber geredet, dass wir vielleicht wieder in Blau zurückkommen, was Spiral Dynamics betrifft, oder wieder in Rot, oder das Grün mit Rot wieder verbunden ist und solche Sachen. Ich finde es schon ganz nützlich, so darüber Klarheit zu schaffen. Aber das ist nicht alles. Ich finde, man sollte vielmehr noch die tatsächlichen Handlungsweisen oder Verhaltensweisen der Menschen sehen und sich selber natürlich auch. Und was mir zusehends wichtig ist, ist es nicht nur verstehen zu wollen, sondern auch so eine Art Mitgefühl für sich selber und für die anderen zu entwickeln. Und das sehe ich schon als Veränderungsprozess auch in mir. Also vor 10 Jahren konnte ich das noch nicht, habe ich immer gedacht, na, diese blöden Affen, ne? So in der Richtung. Und heute sage ich mir, okay, ich stimme überhaupt nicht überein mit, was bestimmte Leute machen. Ganz schrecklich und so, aber wir sind ja auch nur Menschen so ähnlich, ne? Und versucht das irgendwie nicht zu entschuldigen, aber die Nöte dahinter zu sehen oder die Bedürfnisse dahinter zu sehen. Und dann der nächste Schritt wäre natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwas zu tun, was die eigenen Bedürfnisse und oder die der anderen, die man gesehen hat, da so ein bisschen zu balancieren. Das wäre für mich Entwicklung, nicht nur Veränderung, sondern Entwicklung. Da würde ich ganz gern kurz was ergänzen. Also ich habe früher gemerkt, dass mir Dinge oft vom Verstand her klar waren, aber die Veränderung hat nicht stattgefunden oder nicht wirklich stattgefunden. Und manchmal kam es dann vor, so ein halbes oder dreiviertel Jahr später, dass ich plötzlich gespürt habe, jetzt ist die Veränderung quasi im Bauch angekommen. Also ich habe es wirklich in meinem Körper gespürt und dann war es das Thema auch durch. Und ich habe mich damals immer gewundert, wieso, die Erkenntnis hatte ich doch vorher auch schon. Was ist denn der Unterschied? Aber es ist tatsächlich, macht das aus, ob man es verkörpert spüren kann oder ob man es nur weiß und theoretisch drüber reden kann. Ja, diese Gleichzeitigkeit irgendwann von Denken, Fühlen und Spüren, das ist auch für mich das Signal, dass etwas verinnerlicht ist und dass ich es jetzt anwenden kann, dass es zur Gewohnheit gekommen ist. Ja. Mich interessieren auch die Ursachen, wann was veranlasst, dass es zum Prozess kommt, dass es zu einem Aha kommt, jetzt will ich mal da hinschauen. Das kann ja unterschiedlich sein, es kann von innen kommen, es kann aus dem Persönlichen kommen, es kann aus dem Beziehungsbereich kommen, es kann aus dem Kontext kommen. Und weil ich in meinem Leben halt auch schon ein paar Überraschungen hatte, ne, wo etwas mich überrannt hat, bin ich im Laufe des Lebens auch dann immer wieder, ja, vorsichtig oder hallo, pass auf, ja, wann kommt wieder etwas oder wann steht wieder etwas an, dass ich also sozusagen auch ein bisschen vorbeugen möchte
oder ja, rechtzeitig sehen möchte, wann etwas ansteht. Und das finde ich echt nicht immer das finde ich nicht so einfach. Die Frage ist, vorbeugen, kann man das überhaupt? Und dann die andere Frage ist, dass, was ja die Entwicklungsleute alle sagen, bevor die Not nicht groß ist, bleibt man lieber auf seinem fetten Po sitzen sozusagen. Also brauchen wir nicht gerade solche Momente, wo es einen richtig beutelt, damit man überhaupt einen Anlass hat, sich damit auseinanderzusetzen und weiterzugehen oder schlechtestenfalls zurückzufallen. Also bei mir ist es meistens so, ich end mittendrin in Kladderadatsch und dann, oh, okay. Und so sehr ich vorbeugen möchte, dann würde ich erst sagen, das ist dann vermeiden. Das kenne ich bei mir auch als Haltung, versuchen zu vermeiden. Und das ist jetzt die Frage an dich, Marie-Rose, der Unterschied, also beziehungsweise wie beugst du vor? Also indem ich wachsam und achtsam bin und immer werde. Also ich denke schon, dass da in etwas hineinfallen hängt vielleicht mit dem Typ zusammen, kann aber auch mit der Ebene zusammenhängen, kann auch gerade damit zusammenhängen, ob man gerade sowieso in einer Gesamtlebenssituation ist, wo man viel gefordert ist oder überfordert ist, dann aber je klarer man die eigene, ja, also da gibt es verschiedene Dinge. Aber mit Vorbeugen habe ich nicht vermeiden gemeint, da habe ich schon, weil ich mir kürzlich auch gedacht habe, was ist die Stärke zum Beispiel des grünen Memes? Ist doch dieses ganze psychologische, psychotherapeutische und das ist meiner Ansicht nach so ein bisschen das erste Meme, was wirklich auf dieser Ebene auch probiert, die Dinge schon mal klar zu haben. Und das kann dann schon zur Vorbeugung, kann das schon. Wenn ich schon mal lerne, gewaltfreie Kommunikation, dann bin ich ja im nächsten Konfliktgespräch, bin ich ja vielleicht ein bisschen gerüstet, dass ich nicht da gleich umkippe oder ausflippe. Solche Methoden gibt es ja. Und ich sehe da wirklich das grüne Meme, dass das da in der Richtung was geleistet hat. Erika, hast du auch etwas beizusteuern dazu? Ja, ich denke gerade drüber nach. Bei mir ist es gerade so, dass ich so richtig schon seit längerer Zeit am Üben bin, einfach ganz radikal das anzunehmen, was ist und wie es gerade ist. Und für mich ist das so, dass ich merke, dass schon allein dessen ein Veränderungsprozess ist oder ein Entwicklungsprozess. Und ich bin aber trotzdem auch ganz, ganz, ganz ungeduldig und vermisse so dieses Vorwärtsgewandte. Also mir geht es irgendwie nicht schnell genug oder der Erfolg ist irgendwie nicht, wo ich sage, da verändert sich was. Da ist, also ich habe eher so das Gefühl, in dem, was ich gerade so versuche, also einfach mit dieser radikalen Annahme von dem, dass mir das nicht, also dass ich da einfach so die, also dass ich auf der einen Seite merke, wo ich Veränderung merke, ist, dass ich sehr präsent bin und sehr präsent sein kann und auf der anderen Seite aber so ein bisschen ein Bedauern spüre und auch so dieses Frische und dieses diese Veränderung, die ich eigentlich von früher her auch kenne, wo ich das dann auch, wo die Lisa das gesagt hat, wo man plötzlich irgendetwas so ganz klar sieht und genau weiß jetzt im Bauch und das war jetzt so richtig.
das vermisse ich ein bisschen, so dieses Lebendige und wo ich jetzt auch unsicher bin, ob ich mich da in irgendetwas verrenne. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch aus dem Bauch heraus so eine richtige Entscheidung gewesen, mich jetzt im Moment und schon seit längerer Zeit auf das zu konzentrieren, also einfach dieses Annehmen und dann auch hoffen, dass das auch Entwicklungsprozesse in Gang bringt und wo es jetzt auch gar nicht mehr so um diese ganzen Konzepte geht, sondern tatsächlich im täglichen Tun eigentlich, in den ganzen Kleinigkeiten, also im wirklich 24 Stunden oder 24/7. Und da bin ich aber auch noch ein bisschen, gelingt mir auch nicht immer oder ich ringe darum. Und das verwirrt mich im Moment auch eher noch so. Also das ist einfach so was ich noch nicht so fassen kann. Erika, habe ich das richtig verstanden, dass du durch Zeugenbewusstsein dich weniger lebendig fühlst? Ja, also wenn das Zeugenbewusstsein ist. Also Achtung, ja, ich würde es Zeugenbewusstsein nennen. Ja, aber dann müsste ich mich lebendiger fühlen. Ja. Also wäre jetzt meine Theorie, wenn das wirklich das frische, unverstellte Zeugenbewusstsein ist. Und von daher da genau an dem Punkt überlege ich einfach und glaube, dass da jetzt, also dass ich dann irgendeinen Anteil nicht ganz richtig mache. Und was hindert dich am Lebendigsein? Mein Kopf, mein Verstand, mein Denken. Ja. Ich habe da auch gerade den Eindruck, dass was du mit radikaler Annahme sagst, benennst, dass das so die Stufe beim U-Prozess, Open Will, also den Willen, Wille nichts mehr wollen, sondern in die Absichtslosigkeit kommen. Ne? Ja. Und wenn ich dann gucke, ja, das ist beim U-Prozess ist das ein Ding, und da braucht es aber beim die drei Sachen, es braucht auch das offene Herz, das weiche Herz, ja. Und es braucht das, was wir vorhin schon gesagt haben, auch dann mal die Konzepte loslassen. Mhm. Gucken, welche Gedankenmuster man alle hat und dann die mal loslassen. Ne? Ja, das ist vom Herzen her die ganzen Ängste auch loslassen können oder sie spüren können, eher vielleicht sie spüren können, die ganzen Gefühle spüren können und dann damit das Herz öffnen. Vielleicht braucht es wirklich diese drei Sachen. Ja, also das stimmt, auch der weiche Blick oder das weiche Herz und das ist was ganz Wesentliches und das ist einfach der Verstand, der will und hat halt das und das Konzept, das mache ich jetzt und dieser dritte Punkt, der geht ab, das spüre ich auch. Das ist auch das, was mich so starr oder unlebendig fühlen lässt. Also da, ich bin da schon so auch ein bisschen dran. Ja. Aber danke, genau das ist das. Bei mir ist auch das Herz öffnen, was am schwierigsten ist von den dreien. Ich habe dazu eben noch mal eine Frage, kommt mir, wenn ich dich hörte. Veränderungsprozesse, kann man die willentlich leiten oder werden wir gesteuert? Werden wir vielleicht von einem spirituellen Führer oder weiß der Kuckuck von wem, lieber Gott oder was auch immer, finden die dadurch statt? Oder welche Handhabe haben wir? Und welches Ziel geben? Können wir uns ein Ziel vorgeben und sagen, da will ich hin und nun gehe ich los? Und dann will ich also unbedingt hin? Oder, ja, nur eine Frage in die Runde. Da fehlt die spirituelle Dimension dann. Und die ist aber immer mit dabei. Ich glaube, dass das mit dem Willen ein bisschen typabhängig ist.
Also ich meine, wir haben alle einen Willen, aber manche haben mehr Kraft, dem Willen auf längere Zeit zu folgen und andere weniger. So meine Vermutung oder meine Beobachtung. Und an den entscheidenden Punkten in meinem Leben hatte ich schon das Gefühl, dass ich mit den Entscheidungen, die ich treffe, tatsächlich den Veränderungsprozess steuere in die eine oder andere Richtung. Also sind die alltäglichen Entscheidungen sind es oft nicht, die sind irgendwie unbewusst gesteuert und wir glauben vielleicht, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, aber tun es vielleicht gar nicht. Aber es gibt so Lebensentscheidungen, also ich hatte das ein paar Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gespürt habe, jetzt ist ein Punkt, wo ich eine Weiche stellen muss und darf und kann. Und das wird den Rest meines Lebens beeinflussen. Da hatte ich, das war ein sehr bewusster Prozess. Also ich habe mal eine schöne Geschichte gehört, die da sagt, wenn, oder was heißt schön, ist sie vielleicht nicht, aber stell dir vor, du stehst auf einem Hausdach und jemand schubst dich runter. Du kannst nicht entscheiden, ob du gestoßen wirst oder nicht. Du kannst auch nicht entscheiden, ob du fällst oder nicht. Und auch nicht entscheiden, ob du unten aufschlägst oder nicht. Aber wenn du Glück hast, kannst du noch entscheiden, ob du vergibst oder nicht. Da kommt dann wieder die eigene Haltung, also das eigene Weltbild, die eigene Haltung mit rein, die schon einen großen Unterschied macht. Könnten wir vielleicht noch zum weichen Herz ein bisschen vertiefen? Welche Möglichkeiten kennen wir? Haben sie schon bewährt? Also mir fällt natürlich immer nur die Meditation von der Ayakema ein, also, oder die Tonglen auch, also die Metta-Meditation der liebenden Güte. Also kann ich bewusst im Augenblick, in der Situation, mein Herz weich machen? Möchte ich euch jede einzelne fragen. Also bei mir wirkt das Tonglen nicht, also ich komme da einfach nicht wirklich rein, das macht es nicht aus. Was für mich, was mir geholfen hat, in der Schule zum Beispiel mit den Kindern, wo ich das zum ersten Mal gemerkt habe, wenn ich wirklich jede Aktivität stoppe und das Kind, das gerade die Probleme macht oder so, einfach nur anschaue und so versuche, sein Wesen zu erfassen. Und das ist das, was bei mir am besten funktioniert. Den Menschen, mit dem ich gerade in Spannung bin, anschauen und gleichzeitig bei meinem Atem bleiben, damit ich sein Wesen erfasse. Mir geht es so, wo ich das merke, ist, wenn ich einfach Musik höre, wenn ich tanze, wenn ich mich mit Kunst beschäftige, wenn ich, ich habe früher Theater gespielt, also einfach das, wo ich mich selber auch vergessen kann und einfach auch in Kontakt bin mit anderen Menschen und so ganz ausgelassen. Das sind so meine Punkte, wo ich auch merke, dass ich dann auch ganz, dass mein Herz auch weit wird und ich, es ist aber im Moment so, dass ich ganz, ganz wenig Gelegenheiten nutze, um diese Erfahrungen zu machen. Das war auch einfach, kenne ich eigentlich auch schon anders, aber das sind meine Herzöffner, meine Türöffner. Ramona? Ja, ich muss gerade so schmunzeln, habe ja heute keine Blume im Haar, aber allein dieses Ritual, diese Blume anzustecken, das gibt einfach mir schon
für den ganzen Tag eine andere Energie. Und auch wenn ich dann draußen, ich habe ja ganz oft das Phänomen, oder wenn ich irgendwo in einen Raum reinkomme oder so, wenn die Leute mich sehen mit dieser Blume im Haar, das macht was mit denen. Das bricht sozusagen einfach von vornherein, ohne dass ein Wort fällt, ein verbales Wort fällt, das Eis irgendwie auf. Oder ja, das ist so das eine. Und dann jetzt sitze ich hier ja in meiner Arbeitsecke, Essecke. Aber manchmal bin ich ja zu faul, das ist ja ganz selten, dann sitze ich ja am Sofa und dann sieht man im Hintergrund mein Bild. Und das ist ja mein Tiergarten, den ich mir selber gemalt habe. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache und reingucke ins Zimmer, dann sehe ich sozusagen meinen Tiergarten. Ich sehe das Bild und sehe es nicht. Also bei mir machen sich dann gleich einfach mental ganz andere Bilder noch auf. Ja? Und dann habe ich ja diese Stoffsonnen und beides so in dieser Kombination. Da geht die Sonne auf, egal ob sie nun scheint. Und irgendwie triggert mich dann dieses Bild und die Sonne und dann geht meine innere Sonne irgendwie auch an. Also das ist ja letztendlich auch das Herz. Also ich würde immer sagen, dass die innere Sonne geht dann an, weil es dann einfach in dem Moment besser passt für mich, als das Herz zu nehmen. Und das sind so zwei Sachen, die sind jetzt nicht in der Situation unbedingt, aber die kräftigen mich einfach mal als Ritual durch den ganzen Tag, egal was ist, ich weiß ja gar nicht, was kommt, aber das sind so Sachen, die mir Kraft geben. Und ich habe auch für die eine Demo, irgendwann habe ich dann begriffen, also Demos fallen mir schwer mit der ganzen Energie, das ist nicht ohne, weil ich spüre die einfach ziemlich stark. Und was mache ich so? Und irgendwann habe ich dann gedacht, dann kam ich die Idee, ich kaufe mir jetzt Blumen und gehe mit Blumen dann zur Demo. Und das macht was. Also mir gibt es halt, obwohl jetzt eine Blume ist ja jetzt kein Baum oder so, es ist eine Blume, die ist ja viel zarter als ich. Ich bin ja jetzt auch eine große Frau. Aber das hat eine andere Energie gegeben. Also da mit den Leuten und den Blumen zu laufen oder ohne. Also das war hochinteressant. Blumen sollen weniger aggressiv machen, habe ich gehört, gelesen. Also wenn man Blumen hat. Okay. Weiß ich nicht so, aber es ist immer gut, Blumen auch am Tisch oder sonst so zu haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ist für mich sehr nachvollziehbar. Mhm. Meine Wiese an. Immer wenn ich sie jeden Tag ansehe, dann öffnet sich das. Ja? Das ist einfach schön. Oder jetzt die Bäume, die alle schon zum Teil schon geblüht haben und zum Teil noch blühen. Das ist einfach, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich spüre auch, was du das mit dem Atem sagtest, ich arbeite auch mit dem Atem. So tief atmen oder vielleicht nicht mal unbedingt tief, aber bewusster atmen und auch in den Körper hineinkommen. Dann kann ich viel mehr von dieser, sagen wir mal, Verbissenheit oder so loslassen. Und die Verbissenheit ist ja nicht nur da, ne? Sondern die kann ja da drin im Herzen auch stecken, sodass man so ein Gefühl hat. Und ich kann es ganz deutlich oft spüren, wie sich das verändert. Ich habe es letztens, ich hatte seit ewigen Zeiten schon von, ich glaube, und Typi, diese Soul Awakening Audios. Und die habe ich mal gemacht und dann habe ich, das ist über eine Stunde lang ging das dann so. Zum Teil geführte Meditation, zum Teil nur diese Musik. Und da habe ich das Gefühl, ja, da hat sich komplett was verändert. Also ich benutze auch öfter solche akustischen Hilfsmittel. Mehr, also Tonklang komme ich auch nicht hin mit diesen klassischen Meditationen, die sind auch nicht meines irgendwie. Und mehr so geführte, oder ich habe die Joe Dispenza Meditation jetzt eine Weile gemacht. Dann nach einer Weile wirken sie auch nicht mehr, da muss ich dann wieder meine Pause machen und dann was anderes machen. Aber dann spüre ich schon eine Veränderung. Und manchmal ist er auch einfach ganz spontan. Also wenn ich da so die Kinder zum Beispiel, wenn die mal was irgendwie ganz freudig ankommen, oder auch der Hund, wenn er mich anguckt mit diesen Augen, ja, und so dann plötzlich merkst du, wie es da wegfließt.
Das sind schon schöne Momente. Also von mir kann ich feststellen, wenn ich über mich selbst lachen kann in der Situation, dann wird, ja, dann löst sich vieles auf. Und ich glaube überhaupt, also mir fällt da wieder diese Ayakema-Titel ein, ohne mich ist alles ganz einfach. Also wenn das Ego weggelassen wird, dann öffnet sich wahrscheinlich auch das Herz. Ja, danke. Mir ist es oft mit Wertschätzung. Ich versuche einfach neugierig und staunend die Umgebung zu betrachten und auch andere Menschen zu betrachten. Immer in dem Wissen, dass sie schon ihre Gründe haben, warum sie so sind, wie sie sind und ich die gar nicht kennen kann. Oder auch die Motivation nicht kennen kann oder die konkrete Situation. Und wenn ich dann wirklich immer tiefer in so eine Wertschätzung reinkomme, dann entsteht auch ein offenes Herz. Also ich habe das eine Zeit lang auch quasi wie systematisch geübt, Wertschätzung, also bewusst zu erzeugen, indem ich mir immer wieder klar gemacht habe, dieser Mensch hat jetzt seine Situation so erschaffen und ist ein göttliches Wesen. Ja, und manchmal, also einmal habe ich auch versucht, einfach meiner Arbeitskollegin einfach zu schauen, ob ich ihre Seele sehen kann. Das war nur so aus Neugier. Ich konnte ihr gar nicht weiterhelfen. Sie hatte eine Frage an mich und ich konnte ihr nicht helfen, aber ich habe einfach nur mal neugierig geguckt, ob ich ihre Seele sehen kann. Und eine halbe Stunde später kam sie freudestrahlend, sie hätte eine Lösung gefunden, wo sie vorher keine gesehen hat. Das war so berührend. Unglaublich. Vielleicht so als Abschlussfrage könnten wir sagen, in welcher Art von Veränderungsprozess glaubt ihr zu sein? Oder wir könnten es auch nochmal auf das Kollektiv rübergehen. Glaubt ihr, dass wir in der Welt sind? Wir wollen aber kein großes Fass mal jetzt noch aufmachen in den letzten 10 Minuten. Ne? Ich kann ja von mir anfangen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich wieder einen Schritt weiter gehen muss oder kann. In einerseits im Älterwerden, ja, das zu akzeptieren. Andererseits im zu mir stehen, zu dem, was ich kann oder nicht kann und das auch dann anwenden, das, was ich kann, statt so zurückzuhalten und denken, ach ja, es ist ja, was ist denn das jetzt schon groß so in dem Sinne? Und ja, und wirklich voll bejahen das Leben, würde ich sagen. Das steht jetzt gerade an bei mir. Und nicht denken, ah nee, ja, stirbt man ja eh bald, ne? So in der Richtung. Was ich wahrnehme, ist, das ist nicht ein Entwicklungsprozess, das sind auch nicht zwei. Ich habe das Gefühl, da laufen ganz viele Prozesse parallel ab und mittlerweile ist mein Spruch, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber wieder überhole. Also das ist so meine Metapher dafür. Ja, weil ich habe, ich glaube, irgendwann, das ist jetzt schon 15 Jahre, würde ich mal sagen, her, begriffen, ich muss mich entwickeln, wenn ich was verändern will. Und dann muss ich ganz laut geschrien haben. Und seitdem erhöht sich das Tempo erst langsam. Und jetzt sind wir, glaube ich, im exponentiellen Teil der Kurve. Und es macht Spaß. Ich freue mich. Es ist danach viel schöner und na, schöner ist nicht genau das richtige Wort, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, was ich meine. Und aber ich habe das Gefühl, Arbeiten ist einfacher. Also das ist so immer, wo ich so denke, meine Herren, also
Hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich mich vielleicht doch anders entschieden. Nein, also ich bin schon glücklich, aber es gibt so Phasen, wo ich dann so denke, Gott, warum alles auf einmal? Also deswegen, ja, also wo stehe ich, welche Veränderungsprozesse? Also ich merke, glaube ich, wieder schon mehrere gleichzeitig. Und ich freue mich, auch wenn ich dann stöhne oder irgendwas ist oder und es trotzdem vielleicht in dem Moment nicht leicht ist, aber insgesamt muss ich sagen, möchte ich das nicht mehr missen. Und ein Resultat dieser ganzen Entwicklungsprozesse, obwohl ich das jetzt nicht bewusst gemacht habe, dass ich seit 5, 6 oder ich glaube mittlerweile 7 Jahren locker sage, ich bin glücklich. Was ja nicht heißt, dass ich da auch noch genug Themen habe zum Bearbeiten, aber das ist für mich so ein Abfallprodukt, wo ich so sage, das lasse ich mir auch nicht mehr in meinem Leben nehmen. Ja, egal, was da kommt. Und es ist für mich selber total faszinierend, dass ich auf der einen Seite sagen kann, ich bin sowas von glücklich und auf der anderen Seite stehe ich da und denke so, und wie kommst du jetzt auf diesen Mount Everest wieder hoch? Also, wo ich so denke, hätte mir das mal vor 10, 20 Jahren einer erzählt, der gesagt, du spinnst, du kannst ja nicht gleichzeitig glücklich sein und die Baustellen haben. Also ich hätte damals ein anderes Wort für benutzt, aber ja, also das finde ich faszinierend und das gibt mir halt diese Gewissheit, letztendlich immer glücklich zu sein, egal was ist. Egal wie viel, ob die gefühlt die Welt gerade über mir zusammenbricht oder was, also das ist so eine Grund, dieses Glücklichsein, das ist einfach alles wert. Ja, also ich glaube, dass ich in der Phase bin, dass ich mich ans Altsein gewöhne. Also nicht ans Altwerden, sondern ans Altsein. Was ich immer noch nicht ganz begriffen habe, aber gut, also so ist es. Und loslassen. Und dabei glücklich zu sein oder erleichtert. Grenzenlose Erleichterung gibt es da auch ein Buch von Gronau. Ja. Dort finde ich mich ungefähr jetzt wieder. Teilweise erleichtert und teilweise erstaunt. Ja. Ja, bei mir ist es so, dass ich gerade in einem beruflichen, grundlegenden Veränderungsprozess bin, der mich ziemlich herausfordert. Und eine Zeit lang dachte ich wüsste, was ich beruflich machen will. Und seit heute denke ich mir, naja, vielleicht ist es noch zu eng gedacht und ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also das ist noch so ein bisschen immer wieder die Veränderung in der Veränderung sozusagen. Und am liebsten hätte mein Verstand das schon alles schön in Kästchen gepackt, aber so ist es halt nicht. Und da auch das Selbstvertrauen zu haben und die Ängste überwinden und vor allem das Sichtbarwerden mit was ich vorher noch nie gemacht habe oder nicht so intensiv gemacht habe, das ist schon ganz schön herausfordernd immer wieder. Für mich ist gerade ganz wichtig, wieder so an meine Lebensfreude ranzukommen, die ich so ein bisschen vermisse und auch an das Vertrauen, auch an das Vertrauen in die Zukunft, auch dass ich auch so eine gewisse Unbeschwertheit auch wieder einstellen kann. Nicht immer, aber einfach auch hin und wieder mal. Einfach so,
so eher so auch so kindliche Momente oder kindliche Attribute. Das ist so das, wo ich mir mehr Entwicklung wünsche und auch das, was wir auch zuvor gesagt haben mit dem weichen Herzen, einfach diese Herzöffnung. Das ist, das wünsche ich mir richtig. Marie-Rose, du sagtest, dass bei dir in der Nachbarschaft irgendein Alarm gewesen war. Ja, und ja, deswegen bin ich da hin und her gerannt, ne? Weil die mich gefragt haben. Gut, ich weiß halt, dass mein Nachbar ganz hinten, das Grundstück ist groß, ein bisschen geäst, verbrannt hat und man darf es gar nicht mehr hier im Land, also gar nicht mehr verbrennen, gell? Und gut, und dann hat dann irgendein anderer Nachbar hat den jetzt wohl angezeigt und jetzt ist die Feuerwehr da. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Ja. Aber so ist es. Gut. Was ich gut finde, die Veränderung durch Feuer, nicht? Ist ja auch eine Transformation, ja, stattfindet, ja. Das äußere Feuer oder das innere Feuer. Es gibt doch auch Bäume in Australien, glaube ich, die, wo der Samen das Feuer braucht, diese Hitze, damit der überhaupt aufbricht und wieder keimt, damit neues Leben entstehen kann. Ja, das gibt es. Marie-Rose, das ist aber dein Spot, um. Ja, wo bin ich so gerade dran? Also ich habe Ruhe im Kopf die allermeiste Zeit und das ist gut. Und ich habe auch den Eindruck, dass mein Denken gerade sehr flexibel und unproblematisch und unverkrampft läuft. Dass ich, das freut mich, das macht mir Spaß. Ich kann mich auch die meiste Zeit auf meine Gefühle verlassen. Aber auf meinen Körper, das ist im Moment immer, das ist, scheint immer noch die Schwachstelle zu sein und hat wohl auch mit dem Älterwerden zu tun, da kann ich mich noch nicht drauf verlassen. Da kommt immer wieder mal dies und mal das. Jetzt habe ich mir den Fuß verstaucht und habe gleichzeitig Schmerzen im Knie dadurch bekommen. Also ja, so diese Dinge, die... Da muss ich wohl noch mit meiner oder möchte ich mit meiner Aufmerksamkeit noch auch dahin gucken, damit es ein bisschen leichter wird. Ja, das sind so die Wandlungsprozesse, in denen ich gerade dran bin in meinen Beziehungen, so Familie, Nachbarn, Bekannte, Freunde, was es so alles gibt. Habe ich mir eben in den letzten Jahren schon auch meine Räume geschaffen und hatte ich die Möglichkeit auch, ne? Weil das hängt ja auch nicht ganz nur mit dem Willen zusammen, aber da habe ich halt mir mein Umfeld, das mich unterstützt und das ich unterstützen kann, wo das ein schönes Geben und Nehmen ist, ja. Ja, soweit. Soweit, ja. Und zwischendurch piekst dann die geopolitische Situation, die piekst dann zwischendurch so von hinten in den Rücken. Und was ist mein Part da drin, was ist meine Rolle da drin? Das ist noch eine offene Frage. Wird wohl auch eine offene Frage bleiben. Ja, vorerst. Ja, danke. Ich hätte da so einen Vorschlag, dass wir vielleicht, wir haben ja heute sehr viel über die innere Veränderung gesprochen und die innere Entwicklung, ob wir vielleicht das nächste Mal darüber sprechen können, wie unsere innere Entwicklung mit der äußeren Entwicklung irgendwie zusammenhängen kann und ob können wir das auch vielleicht irgendwie beeinflussen oder auch nicht, dass wir uns vielleicht darüber unterhalten können.
Und dann würde ich euch erstmal Dankeschön sagen für heute und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Dann macht's erstmal gut. Ich habe es notiert. Innere Deutschrede.